Hallo Leute! Da die Adventszeit bald anfängt, dachte ich mir, ich zeige euch mal, wie man mit der Encaustic-Malerei Kerzen malt. Das sind dann wunderschöne Bilder, die ihr euren Liebsten zu Nikolaus oder Weihnachten schenken könnt. Oder ihr könnt natürlich auch schöne Karten daraus basteln. Das zeige ich euch vielleicht im nächsten Video. Aber jetzt geht es, glaube ich, erstmal direkt um die Kerze und ich fange einfach mal an und zeige euch, wie man das macht. Wir brauchen die gleichen Sachen wie sonst auch. Eisen, Farben, Unterlage und Malkarte. Und dann legen wir einfach mal los. Ihr tragt schön viel Farbe aufs Eisen auf. Und füllt erstmal die Malkarte schön mit Farbe. Jetzt dreht ihr das Eisen um und malt gleich mit dieser Kante. Ihr setzt die Kante an, geht dann ein bisschen nach oben und zieht das Eisen nach rechts rüber und dann ein bisschen nach unten und nach links rüber. Und schon habt ihr eine Kerze. Könnt ihr auch noch eine daneben setzen. Und vielleicht noch eine da unten. Und schon habt ihr drei schöne Kerzen. Sie müssen ja nicht perfekt werden, es soll ja nur eine Andeutung sein. Und da das Ganze so noch ein bisschen zu langweilig ist, könnt ihr noch euren Rand gestalten. Dafür nehme ich ganz gerne die Adertechnik und auch den Saugeffekt. Den habe ich euch ja im Grundeffekte-Video gezeigt. Und da wir Weihnachten haben, nehme ich ein bisschen Gold mit rein. Das sieht dann ganz schön weihnachtlich aus. Ich gehe jetzt komplett um den Rand. Muss natürlich immer wieder neue Farbe auftragen. Wenn das Eisen ein bisschen sich abkühlt, kann man ja auch noch mal ein bisschen wärmer stellen. Weil hier sieht man schon, dass die Farbe nicht mehr wirklich gut aufgetragen wird. Jetzt schmilzt es wieder etwas besser.
So, jetzt reinigen wir noch eben das Eisen. Da wir für den Docht gleich mit der Spitze arbeiten, ähnlich wie bei der Vogeltechnik, nur dass wir natürlich keinen Vogel machen wollen, sondern einfach nur eine schöne Kerzenflamme. Für die Flamme nehme ich Gold. Wer kein Gold hat, kann natürlich auch Gelb nehmen oder Orange. Aber Gold sieht natürlich am schönsten aus. Ich nehme die Spitze, trage die Farbe auf die Spitze auf, setze die Spitze ungefähr in der Mitte der Kerze an und ziehe das Eisen nach oben. Und so habe ich meine ganz individuellen Weihnachtsbilder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht jetzt eure eigenen schönen Weihnachtsbilder. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man daraus schöne Weihnachtskarten basteln kann. Und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dann!